Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Ich hoffe mal, dass das Glück auf meiner Seite wieder mal ist oder am besten einfach der bessere Spieler gewinnt, was irgendwie die letzten Spiele sehr selten der Fall war. Wobei, als ich gewonnen habe, war das natürlich immer der bessere Spieler verdient. Host, host, logischerweise. 17 Spiele, 9 Scorerpunkte. Ja, Lukaku, ich weiß auch nicht, der ist einfach zu selten beim Action machen am Ball. Dann Coutinho, 2 Scorerpunkte in 9 Spielen, ist auch miserabel. Also, boah, es ist so scheiße im Vergleich zu meiner Liga oder Bundesliga. Ist so nervig, so zum Kotzen, ey. Aber ich darf mich jetzt schon aufregen, bevor es überhaupt losgegangen ist. Von daher konzentrieren, versuchen gut zu spielen. Was mich halt vor allem ärgert, ist, dass ich diese verfluchten Lackertore fresse, obwohl ich wirklich gut arbeite in der Verteidigung, meiner Meinung nach. Das ärgert mich wirklich. Und im Angriff geht halt echt so wenig. Ich weiß nicht. Es ist halt auch teilweise, ich spiele mir die Chancen raus, aber die machen einfach die Tore dann teilweise nicht. Sodass ich auch nicht das Gefühl habe, okay, du musst eine andere Formation probieren. Das ist halt das Nächste. Aber ich kann es nur so probieren. Ich meine, ich glaube, 3 Siege in Folge haben wir bisher geschafft mit der Premier League zur besten Zeit. Okay, schön vorgelegt. Vielleicht flach ins lange Eck. Vielleicht flach ins lange Eck. Oh, Hammer! Hammer Kopfball von Lukaku. Krass, wie er den da noch hält. Warum steht denn hier keiner? Steht irgendwie am falschen Pfosten. Lukaku, also merkwürdig. Sehr schön, sehr schön, wie ich da den Ball mir erarbeite und dann aber. Ja, das war ein Foul. Und dann aber im Endeffekt er den Pass nicht wegbekommt. Viel zu hoch. 3. Der Counter von direkt verwandelten Freistößen der Gegner in mein Tor liegt bei 3. Haben wir ihn dann so lange bedrängt, bis er dann glücklicherweise. Na toll. Natürlich, also diese kurze Zeit, wo die Flanken zumindest immer dahin gekommen sind, wohin man sie wollte, die sind echt vorbei, habe ich das Gefühl. War eine kurze wilde Zeit, die war geil. Wir haben trotzdem fast keine Kopfballtore geschossen, aber es sah halt besser aus, ne?
Wusste wohl nicht, wohin soll. Jetzt wird er ungeduldig. Ah, es wird dumm. Es war leider dumm. Geld, würde ich sagen, ja. Matic, der soll doch die Kopfbälle mitmachen. Gemacht von Bailly. Elfmeter, nice. Er ist einfach zu aggro gewesen in letzter Zeit. Sehr geil. Aber jetzt hoffen wir mal, dass wir das Ding auch reinmachen mit Lukaku. Nicht sehr platziert. Also wenn er in der richtigen Ecke ist, hat er ihn halt. Aber er ist drin. Sehr gut. Und ich denke, wir waren auch der bessere Spieler bisher, also hatten leichte Vorteile. Ich habe schon überlegt, ob ich Lukaku irgendeinen anderen Champions League Style geben soll, aber mir fällt, also, gibt eigentlich keinen, bei dem es wirklich Sinn machen würde. Das Ding ist halt, dass Sniper einfach das Dribbling und sowas von ihm deutlich verbessert, was mir halt gut gefällt. Weil er halt echt sonst, denke ich, wie ein Baumstamm spielt. Und Elfmeter. Das ist echt der nächste. Das ist der nächste Elfmeter. Hallo! Und der Abschlusswert und der Positionsspiel wird halt auch entsprechend verbessert, was halt wichtig war, weil er halt auch nicht so ein gutes Positions- und Abschlussspiel hatte. Scheiß Dreckslager. Schon wieder so ein Dreck, ey. Wieder ein verfluchter Sonntagsschuss, wo ich halt relativ wenig verteidigen kann. Und wieder gibt es dadurch den Ausgleich, ey. Es ist zum Kotzen. Oh. Was soll ich denn da machen? Was soll ich. Es geht nicht anders. Die Gegner spielen halt einfach momentan ihre Tore nicht raus, sondern sie lacken sie sich. Ich kann auch nichts dafür, dass der Gegner einen Elfmeter verursacht, weil es war ein ganz klarer Elfmeter. Er war einfach viel zu aggro die ganzen letzten Minuten schon. Von da war es absolut verdient. Und stimmt ja, Lukaku hätte ja eigentlich den zweiten Elfmeter bekommen müssen. Fällt mir gerade so ein. Hat er ja auch nicht bekommen, nochmal so nebenbei. Also es läuft schon wieder komplett gegen mich in dem Spiel. Ich verstehe das nicht. Was mache ich denn? Habt ihr den Pass gesehen? Da war eine riesige Gasse und er spielt ihn direkt in den Gegner rein. Wenn der Gegner nicht dort gestanden hätte, der Ball wäre gar nicht bei mir angekommen. Oh, ey, ist zum Kotzen. Warum? Ich verstehe das nicht. Was mache ich denn falsch? Man kann nun mal nicht immer Distanzschüsse verhindern. Sonst schießen die Gegner aus der Distanz und da ist nicht jeder Schuss drin. Es ist einfach unmöglich, jeden Distanzschuss zu verhindern im Spiel. Das geht einfach nicht. Und er hat einmal geschossen, erster Distanzschuss, er ist natürlich drin. Klar, Coutinho ist auch gut, was Distanzschüsse angeht. Vor allem, wenn man ihm vielleicht noch einen entsprechenden Champions League Style gibt. Aber ja, es sollte trotzdem nicht jeder rein, meiner Meinung nach.
Ich meine, es ist noch lange nicht verloren. Wir können jetzt immer noch das 2-1 machen. Wir können ein 3-1, ein 4-1, ein 5-1 machen. Aber es ist halt schon traurig irgendwie. Oh, was war das denn wieder für ein Slapstick von Lukaku, ey? Oh, Freund. Oh, scheiße, ich habe schon auf Passen gedrückt. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt mit dem Einwechseln verhindern kann, aber ich glaube nicht. Ja, sage ich doch. Der war zu straff aufgezogen. War so klar, so wieder mit Coutinho und Sanchez probiert. Er hätte lieber Vollspann schießen sollen, statt geschlänzt. Ich habe echt gedacht, er macht den zweiten, ohne Scheiß. Hat er gut getribbelt und dann zum Glück den Abschluss versaut. Wir müssen ein bisschen aufpassen, wenn wir nicht den Faden verlieren. Wir waren in der ersten Runde auf jeden Fall besser als jetzt und halt auch besser als der Gegner. Zurzeit aber auch jeder Ball direkt wieder bei ihm. So, jetzt mach doch einfach mal ein verdammtes Tor nach einer Ecke. Vor allem du, Lukaku. Ey, das sind auch. Aber das ist wieder. Die Harakiri-Spielweise, die Harakiri-Pässe werden einfach wieder nicht bestraft. Mach mal eine andere Formation, die funktioniert einfach nicht. Zumindest nicht mehr. Also es ist auch direkt das nächste wieder. Die Chancen, aber gut, wenn die mit Coutinho und Lukaku halt keine Scorer-Punkte erzeugen, ist klar, dass ich dann in meinen Druckphasen einfach die verdammten Tore nicht mache. Ich bin so froh, wenn diese Week endlich vorbei ist. Ich fange schon langsam an, das Team zu hassen, ey. Scheiß Premier League. Es gab echt einen Zeitpunkt, da habe ich gedacht, boah, jetzt bist du eigentlich ganz gut drin, aber er ist irgendwie wieder weg. Was schießt denn der? Was ist denn das? Krass, ey, ich hab. Egal. Komm schon, ist noch alles drin, ist noch alles drin. Pushen einfach.
alles drin. Oh, Hals, Maul, ey! Was war das? Es ist schon wieder so in so einem wichtigen Spiel, zu so einem wichtigen Zeitpunkt, dass Lukaku so ein ultra wichtiges Tor versaut. Wisst ihr was? Ich werde ihn rauskicken. Das war's. Das war's einfach. Es könnte ein Fehler sein, vielleicht finde ich dann keinen besseren, aber ist mir scheißegal. Der fliegt nach dem Spiel. Aber sowas von, es ist schon wieder so ein Ding, was er nicht macht. Es ist nicht das Erste. Es ist das Zweite, wo er wirklich die absolute Riesenchance, den Sieg auf den Fuß hat und er macht ihn nicht, ey. Das ist krass. Einfach nur beschissen krass. Ich denke, ich werde mal Vardy probieren. Einfach so als Prinzip. Auch wenn ich eigentlich mit den schnellen Spielern nicht so viel anfangen kann. Aber ich werde mal Vardy probieren. Den kann ich mir leisten. Wurde mir empfohlen. Davon schwärmen einige. Ist ein ganz anderer Spieltyp als. Ist ein ganz anderer Spieltyp als eben Lukaku. Und das wird probiert. Weil das ist jetzt einfach wieder so ein wichtiger Moment gewesen. Und er verkackt ihn. Und es war halt auch nicht wirklich schwer. Ne? Also für die Abschlussklasse, die Lukaku mit sich bringt, unglaublich. Einfach nur unglaublich. Macht's eben den Bele in der 90. Scheiß drauf. Meine Fresse, ey. Trotzdem fliegt Lukaku. Das war jetzt einfach nicht hinnehmbar. Das war einfach nicht hinnehmbar. Und es ist nicht das erste Mal. Also so ein Hochkaräter bei so einem, dass er so ein Hochkaräter vergibt, ist erst das zweite Mal. Aber er hatte auch schon viele andere Chancen, die er nicht macht. Und viele Zaubertore hat er auch nicht gemacht. Ich glaube, ich werde Vardy testen. Ich habe auch nicht mehr viel Kohle, weil ich mir jetzt die ganzen Informs gekauft habe, die ich gebraucht habe aus dem letzten Team of the Week. Bevor die halt dann aus den Packs raus sind und teurer werden. Und meistens sind die dann am Wochenende wieder am preiswertesten. Ja, was ist das denn? Komplett lächerlich. Lukaku ist Man of the Match, aber auch nur, weil er gerade ein Elfmeter-Tor gemacht hat. Das ist sinnlos, dieses Elfmeter-Tor. Reus macht die Vorlage. Es ist halt schon bezeichnend, wie krass Reus und Dembele funktionieren als Einwechselspieler. Also das sind auf jeden Fall von den Einwechselspielern her bisher die besten. Klar, es sind auch die besten Spieler, die ich bisher als Einwechsler genutzt habe. Aber trotzdem, mit Lukaku, so leid es mir tut, ich hätte ihn echt gerne gespielt und 50% Scorerpunkte macht er auch. Aber wie gesagt, das sind auch einige Elfmeter gewesen. Der fliegt jetzt raus. Bums aus, Nikolaus. Ich werde ihn auch. Ah, direkt verkaufen. Ich werde ihn, glaube ich, nicht direkt verkaufen, falls ich doch nochmal zu ihm zurückkehren will. Ich gucke erstmal, ob ich ihn theoretischerweise mit Gewinn verkaufen könnte. Wie viel habe ich ihn gekauft? Für 18.750, okay. Ach du Gott, 16.75, ja, ist jetzt anscheinend schon im Preis gestiegen. Er gesunken, also ja, ich verkaufe ihn definitiv. Nicht direkt, aber wir holen uns jetzt einen anderen Stürmer. Wie gesagt, Vardy, also fällt eigentlich, also Musa probiere ich definitiv nicht. Remy wäre noch eine Überlegung, aber ich glaube, Vardy soll geiler sein als Remy. Wir können ja einfach mal ganz schnell kurz Stürmer, Liga, Premier League. So, Remy hat 89 Tempo, 74 Dribbling, 80 Schuss, okay. Kane fällt flach, Defoe, guten Schusswert. Inform Defoe ist halt richtig geil, aber der ist zu teuer. Ich würde trotzdem gerne mal gucken, was der kostet. Oh, 36.000, krass, aber der wäre halt schon geil. 36.000, aber ich kann ihn mir nicht leisten. Ich meine, selbst wenn ich jetzt Lukaku verkaufe für 16.000, habe ich erstmal 32.000 zusammen. Aber das wäre halt, der war schon geil. Inform TV wäre schon nicht schlecht. Ich glaube, da wird er richtig gut zu mir passen. Richtig guten Schusswert, ausreichendes Tempo, anständiges Dribbling.
Mal gucken, ich würde jetzt. Ah, wie mache ich das am blödesten? Ich würde halt echt gerne DV spielen, aber ich kann ihn mir halt jetzt gerade nicht leisten. Ich könnte halt zwar eine Inform verkaufen, aber ich weiß ja nicht, wie lange das dauert. Minion. Benteke. Musa. Haben wir hier irgendwo Remis zum Vergleich? Remis sage ich schon. Vardy. Inform DV. Fuck man, da hätte ich direkt auf Inform DV setzen sollen. Hier, Vardy. 93 Tempo, 77 Dribbling, 80 Schuss. Ich meine, da könnte ich natürlich. Hat halt auch einen schlechten Passwert. Da können die einfach Maestro geben. Storage ist mir, glaube ich, mit dem linken Fuß oder mit dem Zweistern auf den rechten schwachen. Das gefällt mir, glaube ich, gar nicht. Aber eigentlich stört mich an Vardy schon wieder sein schlechtes Dribbling. Wir gucken mal, was Vardy im preiswertesten Segment kostet. Ansonsten hätte ich echt Bock auf Inform DV. Aber das Ding ist halt, die 36.000 waren ja auch das Billigste. Das heißt, so schnell wird es wahrscheinlich nicht mal einen geben für 36.000 und 50.000 ist wahrscheinlich deutlich über Preis. Es kann sein, dass ich mir Vardy gar nicht leisten kann. Ich hätte echt gedacht, der kostet 50.000 oder so. Okay, Vardy können wir uns gerade nicht leisten. Ja, ich habe echt Bock auf diesen DV. Es sind ja noch ein paar Spiele. DV, DV, DV. Okay, dann machen wir das jetzt wie folgt. Der scheint ja schon etwas länger auf dem Markt zu sein. So, und dann gibt es hier auch welche, die preiswert auslaufen. Also so um die 36.000 werden wir auf jeden Fall einbekommen. Oh, 33.250, den will ich natürlich gerne kaufen, aber ich habe nicht die Kohle. Aber dann mache ich jetzt wie folgt. Ich werde jetzt einfach Lukaku verkaufen mit Verlust. Scheiß drauf. Ich werde mit euch, DV geht mega ab. Preisvergleich. Ach so, ich hätte einfach mal direkt gucken können, was der billigste ist, ne? Ich bin auch blöd. Ich verkaufe jetzt einfach Hallo. Lukaku mit Verlust. Und dann habe ich eigentlich noch so viele dumme Goldspieler, die ich eh nicht brauche, die ich einfach alle abstoßen kann, dass ich mir dann Defoe für 36.000 ohne Probleme kaufen kann. Inform Defoe. Na, hat halt echt. Ich glaube, er hat auch sehr, sehr geile Werte. Weil wenn man sich das anguckt mit 90 Schuss, das ist halt einfach nur krass geil. Fällt bei einem, was hat denn der für Sterne auf dem Schwachen? 4 Sterne, sehr gut. Ja, ich glaube, da könnte echt gut zu mir passen. Ich versuche den mal zu kaufen. Also, wir gucken jetzt mal, was Lukaku. Bei Lukaku wird wahrscheinlich erst die Inform richtig geil, oder man muss halt einen anderen Spielstil spielen als ich. 17, Moment, wir geben mal 16.000 ein. Ich hatte einen gesehen für 16.500. Fünfzehn, zwei, fünf. Aber Lukaku hat halt echt so krasse Chancen vergeben. Das war so bitter. In dem Fall haben wir jetzt glücklicherweise trotzdem gewonnen. Okay, es gibt ihn einmal für 15.000, aber ohne Verträge, ohne Champions League Style. Aber ich will halt schon, dass meiner auch verkauft wird jetzt schnell. 15.5. Oh fuck, 15.5. Da gibt's ja schon einige gute. Ja, dann stelle ich meinen einfach auch für 15.000 rein, glaube ich. Mit Champions League Style. Oder mache ich einfach. Ach, das ist mir scheißegal. Ich stelle ihn jetzt für 14.750 rein, weil ich wette mit euch, dann ist der innerhalb von Sekunden weg. Ich stelle ihn für 14.500 rein. Scheiß drauf. Ich will das also sofort weg. Also ich will den jetzt hier live in der Folge, will ich mir Inform DV kaufen können. Und wenn ich nämlich dadurch dann diesen billigen für 33.000 oder sowas bekomme, spare ich ja auch nochmal. Von daher ist doch schade, dass wir ihn jetzt hier nicht spielen konnten. Hätte mir echt gefallen. Und ist auch schade, dass ich ihn mit Verlust verkaufen muss. Aber ist mir jetzt scheißegal. 14.500. Der Verlust hält sich ja auch in Grenzen. Und passt auf, der ist super schnell weg. So, und jetzt verkaufe ich mal. Also 14.000. Das heißt, wir werden ungefähr bei 30.000 dann liegen.
Das heißt, ich verkaufe mal in meinem Verein die ganzen Schrottspieler, die ich nicht brauche, dass ich auf 22.000 oder so komme. Ich glaube, wenn ich es einfach so mache, dann geht es einfach nach drüben, bis wir ganz hinten sind. Heißt, entweder halt glänzende Low-Budget-Spieler kann ich jetzt verkaufen, oder halt, aber bei den glänzenden geht schneller, weil die immer 600 wert sind. So, bei allen Spielern muss ich mir, ich meine, ich könnte sogar rein theoretischerweise nochmal Preisvergleich machen. 700, aber das kann ich ja bei den meisten auch schenken. So, Schnellverkauf. Prosinski natürlich nicht, Castillo. Rashford schaut nochmal nach. Ach ja, zurzeit ist ja Premier League. Klar, da wird ja logischerweise gekauft. 1,4. Dann stelle ich den mal für 1,2 rein. Aber das sollte ich generell, bevor das jetzt vorbei ist mit der Weekend League, nochmal nachschauen. Dass ich den einen oder anderen hier raushaue. So. Embolo schaut auch nochmal nach. 900, 850, den können wir also direkt verkaufen. Tut irgendwie weh, ich mag Embolo, aber egal. Adriano. 1, 2. Oh, wir haben 32.000, das heißt, unser Lukaku wurde verkauft. 800, den können wir auch direkt verkaufen. Den auf jeden Fall auch. Salibur, schauen wir nochmal nach. 700 ist auch nichts wert. Will Schnellverkauf. So, das müsste jetzt schon reichen. Wenn wir Glück haben und dieser DV ist noch da, dieser 33.000 DV, dann können wir ihn jetzt schon kaufen. Ach, bitte, 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 bitte. Ich wette mit euch, der ist geil. Ich wette mit euch, der ist geil. Den habe ich nämlich schon mal gesehen und gedacht, boah, wenn ich Premier League spielen würde, würde ich ihn auf jeden Fall nehmen. 30.000! Oh, geil, 30.000! Ist zwar ein Mittelstürmer, aber scheiß drauf. Richtig geil. Richtig, richtig, richtig geil. Den machen wir natürlich zum... Ach, ich packe ihn im Verein, ist doch mir zu lang hier. Den machen wir natürlich zum Stürmer und geben ihm... Wahrscheinlich Maestro, also ich wüsste jetzt nicht, also Hunter Schrott, wozu? Ich habe eh gelernt, dass ich keine Pace brauche. Ich glaube, ich gebe ihm Maestro. Aber ich würde nochmal seine Stats online nachschauen. Ich mache jetzt nicht noch ein Spiel, wird mir jetzt zu lang. Ich werde eine kleine Pause machen, frische Kräfte tanken und dann geht's mit Inform TV rund. Geil, Mann. 30.000 ist preiswert. Da werden wir jetzt auch, denke ich, kein Groß. Also ich werde ihn eh erstmal nicht verkaufen. Wie gesagt, ich will ja das Premier League Team dann so lassen, wie es ist und nicht wieder verkaufen. Deswegen ist es eigentlich scheißegal. Und ich denke, der Spieler wird höchstens im Preis steigen. Ich glaube nicht, dass er ja wirklich. Oh, fuck. Ich glaube nicht, dass er jetzt wirklich fallen wird im Preis. Hä? Hallo? Nur noch 77 Fitness. Das ist natürlich nicht so geil. Kommt noch 8 Chemie, also er muss schon zum Stürmer gemacht werden. MS zur Stürmerkarte haben wir dreimal sogar, nice. Wer spielt denn den als Mittelstürmer? Na, vielleicht mit einer falschen 9, das würde gehen. 52 Verträge, also wirklich, das war ein richtiger Schnapper, ey. Sehr, sehr geil. Und dann geben wir ihm eine normale Fitnesskarte. Weil die Teamfitness will ich erst in der nächsten Runde einsetzen. Und. Ja, ich denke, ich werde ihm Maestro geben. Also was soll ich ihm denn sonst geben? Das würde ja alles andere keinen Sinn machen. Ich brauche das Tempo nicht. Er hat eh schon einen geilen Schuss. Er ist Rechtsfuß, fischt schon auf den schwachen Linken. Sehr geil. Ach, ich freue mich auf den Spieler richtig, richtig sehr. Auf dem habe ich sogar noch mehr Bock als auf Lukaku. Und ich bin mir sicher, dass er gut funktioniert. Er hat schon ein gutes Dribbling. Ich glaube, wenn ich dem Maestro gebe, geht der Räder richtig ab. Aber wie gesagt, das mache ich erst in der nächsten Folge, weil ich will mir seine Stats nochmal anschauen. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.